Servus, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Kölle, die Kalenderwoche 28. Unsere Replay Challenge ist unterwegs. Wir fahren mit Sis Unicorn vom Clan Fun im M46 Patton, Stufe 9 Medium. Der US-Amerikaner, einen ja feinen Turm haben wir da, ein richtig nettes Geschütz und eine, ja, sagen wir mal, eine recht gute Mobilität. Gundebashen stimmt auch. Wir werden uns gleich mal. Jawohl, wir fahren genau auf die richtige Seite, nämlich links ins Valley rein, wo wir das Fahrzeug in Position bringen können und auch die Huldan-Position, die, für die das Fahrzeug eher berühmt ist als seine Sidescrap-Funktionen. Und gleich mal sehen, wie er sich da verhalten wird. Was haben wir drauf für ein Geschütz? 105 mm, 390 Schaden pro Schuss, 265 Schaden auf Premium-Munition. Auf Standard sind es 218. Ist für einen Neuner ein bisschen wenig. Da gibt es jede Menge Neuner-Panzer, die ja deutlich besser sind. Wenn ich da an die Deutschen denke. Also ein Leopard PTA, der damit deutlich mehr Durchschlag ankommt. Jawohl, IS in Querfahrt. Scheint er nicht zu wissen, dass seine Gundebashen da auf jeden Fall ausreicht, um ihm da mächtig weh zu tun. IS-3A fängt sich da die erste ein, 365 Schaden. Also 9er Panzer mit 8er und 7er Unterstützung ist ja das typisch schlechte Matchmaking, was man eigentlich vom Wargaming kennt, was sie eigentlich bekämpfen wollten und wieder rausgenommen haben. Ich würde ganz kurz ein paar Sekunden zurückfahren und schauen, ob du, wenn du nach vorne fährst, aufgehst. Es wird hier bereits fleißig nach vorne gefahren. A43 zieht vorbei, IS-3 und der Patriot, wenn ich das richtig sehe. Okay, UD-16 bleibt mal hängen. Kann man auch mal HE laden, wird auch schon gemacht. Okay. Und wir gehen wieder auf Standardmunition, beziehungsweise auf Premium. Also Munitionswahl auf jeden Fall richtig angelegt. Gibt es absolut nichts zu meckern. Wenn wir auf den UD-16 treffen, müssen wir ab und zu mal HE laden. Denn der ist frontal extrem schwer zu unterschlagen. Wunderbar. 45 TP eine eingeschenkt. Leider gibt es dafür keinen Schaden, sondern wir haben nur die Kette getroffen. Wir könnten ja auch mit Standardmunition schießen. Er bleibt natürlich hängen. Und wir geben ihm nochmal 416 mit. 1 zu 4 steht, sieht nicht so gut aus. Nochmal 426 am IS-3. Wir haben 2329 Schaden ausgeteilt und 710 Schaden geblockt. Noch nichts einstecken müssen, so richtig. Mit Premium geht es auch durch den Turm von 45 TP und er wird dann direkt rausgeklickt. Okay. Also Fahrzeuge lassen sich hier gnadenlos wegfarmen. Da dürfen wir keinen Schuss drauf kriegen. Nee, nee. Eher versuchen, oben Kommandantenkuppel. Und nicht so weit nach vorn fahren. Immer noch 3 zu 5. Du hast noch ein T29 auf der rechten Seite, IS-3 links und ein A44. Müsste normalerweise reichen, wenn man das hier halbwegs vernünftig anstellt. Ah, reicht die Gundebashen nicht aus. Nee, kommst du nicht durch. Das ist wirklich gemein gemacht. Jawohl, Schaden und oh, ein 438er ist ein High Roll. Sehr fein. Abgeprallt an der IS-3. Das kann es ja wohl nicht sein. Wunderbar, IS-3 verabschiedet sich, 3191 Schaden, Kill Nummer 2. So, hier haben wir einen IS-3A und hier haben wir einen UD-16, jetzt kommt der EBA Hotchkiss noch dazu. Der prallt erstmal ab, kriegt dafür auch schon direkt die Rechnung. Und UD-16 können wir auch von hinten wunderbar penetrieren. Jawohl, 321 Schaden. Den müssen wir uns einfangen, geht nicht anders. Premium.
Also bei dem hilft nur zirkeln, wenn wir frontal keine Chance haben. Und die haben wir leider nicht. Da kommen wir nur noch so durch. So, Premium ist fast komplett runtergeschossen. Wir haben noch 28 bei Standardposition, 3 HE dabei. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit, vor allem weil wir 2 Panzer zurücklegen. Wir gegen noch 2 Heavys und 4 Mediums. Wir sind nur noch mit 4 Mediums unterwegs. Und die sehen bis auf dicht nicht mehr so gut aus. Ja, da hinten ist noch recht voll. Type 61. Und Panther 2 wissen wir es nicht. A44, von dem dürften die viel zu verlangen sein. Stellt euch jetzt hier zusammen in Cap. 4350 Schaden ausgeteilt. Ah, da kommt der Standard B. Da hat uns böse wehgetan. Fleißig weiter ausgeteilt. 5096 Schaden. Aktuell 4 Kills. Noch 23 Sekunden. Jetzt müssen sie alles dran setzen, dass sie dich hier immer wieder auf Null zurückstellen. Können sie zumindest machen, aber sie müssen halt ihre kompletten Kräfte dafür aufreiben. Kette gezogen und Schaden gemacht. Manchmal ist Auto eben das Beste, was man machen kann. Es geht nicht immer ohne. T20, normalerweise weicher Tor, kein Problem. Jawohl, Kanone rausnehmen, das Wichtigste. Wir haben noch 27 HP. 6450 Schaden ausgeteilt, der Funk aus dem Arsch. 1950 Schaden geblockt. T44 noch übrig. Und da hinten steht noch irgendwo ein Mauerbrecher. Ich denke mal, das wird durchgekippt. Und damit dann locker gewonnen. Also über 6400 Schaden austeilen als 9er Panzer ist schon mal richtig fein. Auch in einem Plus 2 Matchmaking. Ich finde das immer noch nicht fair. Wird sich auch nichts dran ändern. Aber unterm Strich, was soll man machen, wenn man es zugelost bekommt? Der Gegner hat sich genauso drauf einlassen müssen. Von daher hilft das nichts. So. Sieg durch Cap. Eine sehr feine Runde. Wir schauen uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. So, ein fettes Victory gibt es dafür. Eine Top Gun haben wir bekommen, ein High Kaliber und eine Stahlwand. 3 von den hübschen Anleihen für diese hübschen 3 Medaillen. Ein bisschen Gedöns. Ein M gibt es natürlich auch dafür, ist ja klar. 1500 Basis XP als Top Tier mit plus 2 Matchmaking. Das ist schon mal eine ordentliche Ansage. 50.000 machen wir miese, ohne Premium. Okay. Es ist viel Premium schießen. Hier und da hätte der Schuss vielleicht nicht sein müssen, aber dann jedes Mal umladen. Hat es am Ende oder hätte es am Ende wahrscheinlich nicht gebracht. Deswegen ist ganz gut, wenn wir mit Premium fast durchschießen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. 27 Schüsse abgefeuert, 26 haben getroffen, 19 haben unterschlagen. Ist ein mittelmäßiger Wert. Wir sind 1,7 Kilometer gefahren. Wir haben recht viel eingebüßt, aber immer noch 1950 Schaden geblockt. Ja. Feiner Panzer, feine Runde. Vielen Dank fürs Einsenden. Falls euch gefallen hat, Leute, wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und tschüss.